So, wir sind heute an unserem Grundstück, diesmal aber zum Arbeiten. Wir werden mal versuchen, mit dem Rasenmäher hier den Rasen irgendwie in den Griff zu bekommen, klein zu schneiden, mal gucken, ob das funktioniert. Wenn nicht, müssen wir mit härteren Geschützen nochmal auftauchen. Ja, soweit läuft unsere Bauvorbereitung. Wir waren jetzt beim Stromwerk, haben da unseren Stromanschluss beantragt. Der Strompfosten wird dann mit ein bisschen Glück in den nächsten 3 Wochen hier aufgestellt. Dann haben wir schon mal Strom. Morgen treffen wir uns mit jemandem, der uns den Zaun bauen möchte. Zu Hause arbeiten wir dann parallel noch an unserem kleinen Plumpsklo, ja, damit hier auf der Baustelle auch die Möglichkeit ist, mal ein Geschäft zu verrichten, weil wie man hier sieht, ist hier in näherer Umgebung nichts. Man müsste ein paar hundert Meter laufen, um in den Busch zu verschwinden. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ich arbeite an dem Wassertank, also besser gesagt an dem Ständer für den Wassertank. Der ist auch schon fast fertig. Ja, morgen werden wir dann noch Material holen für die Tore, die gebaut werden müssen hier, weil nur ein Zaun ohne Tor bringt natürlich auch nichts. Ja, das sind so die ganzen Arbeiten, die im Moment anstehen. Dann werde ich jetzt mal den Rasenmäher runterholen und anfangen zu mähen. Martin hat jetzt einen Großteil des Rasens, der Abtrennung vom Grundstück geschafft. Und jetzt hat er einen neuen Freund. So. Ich weiß nicht, ob ihr den schon sehen könnt. Hinter Martin. Versuche jetzt mal zu unserem kleinen. Oh, okay, er hat Angst. Na, irgendwann streichle ich den noch. Diese kleinen Scheißteile tun auch richtig weh. Richtig schöne Spicker. Martin wollte ein paar sichtbare Ergebnisse haben. Die hat er jetzt. Tada! Ja, alles, was er hier gemäht hat, hat man sonst kaum gesehen. Deswegen hat er jetzt mal nochmal so eine große Fläche hier gemacht. Und ich habe schon mal so grob das Grundstück abgesteckt. Guck mal, ob ihr es seht. Ah, doch, müsste man. Und er will jetzt auch den Benzintank hier leer machen. Der Rasenmäher ist jetzt wieder auf dem Auto. Wir werden uns jetzt so langsam auf den Weg nach Hause machen. Die Sonne geht fast unter. Die letzten Sonnenstunden haben doch gut gezerrt, weil die Sonne hatte noch viel Power. Viel geschafft haben wir nicht, also es sieht fast so aus wie vorher. Der Rasenmäher ist definitiv ein bisschen überfordert mit dem Ganzen, aber der Vorteil zu so einer Motorsense ist natürlich, der macht das direkt schön klein. Ich habe keine großen Haufen mit Heu oder sowas und dementsprechend ist die Sache am Ende dann doch vielleicht ein bisschen effektiver, aber kann ja jeder machen, wie er will. Wir versuchen das jetzt einfach mal so.